Hallo Konfuzeier, schön, dass ihr da seid. Hier ist wieder eure Josie. Und ja, heute haben wir wieder ein schönes React vor uns zusammen. Und zwar die Twitch Clips Germany mit der Folge 169. Mensch, wenn ich mir überlege, das ist jetzt glaube ich schon die vierte oder fünfte Folge, die wir zusammen uns angucken. Ja, ich habe schon überlegt, ob wir mal anfangen sollten, die Folgen davor zu gucken. Das könnten wir aber vielleicht die Woche mal anfangen, das weiß ich aber noch nicht. Ich sage euch aber nachher noch mal zu was am Ende, damit ihr wisst, was ich genau meine. Weil, wenn alles klappt, wird dieses Video nämlich am Dienstag vielleicht rauskommen. Denke ich mal, Montag werde ich nicht schaffen, aber Dienstag auf jeden Fall. So, und wir machen los. So, ja, aber wir starten jetzt natürlich in die Folge und schauen uns das Ganze gemeinsam an. Viel Spaß euch! Hallo! Herzlich willkommen bei Twitch Clips Germany! Ja, das war wieder mal ein typischer Anfang für Twitch Clips Germany. Verrückt wie immer. Aber ganz ehrlich, ich könnte das nicht, wenn ich so das sehen würde, dann würde mir das Blut in den Kopf sausen und dann könnte ich nicht mal mehr klar denken, geschweige denn klar reden. Obwohl, ich habe das glaube ich auch schon hingekriegt. Mit unserer Katze. Die guckt mich aber dann immer ganz komisch an. Wer weiß, was die versteht. Hey, Katze! Na? Na du? Kannst du nächstes Mal vorher niesen? Ja, ja. Das typische Niesen einer Katze ist manchmal ganz lustig, aber nicht, wenn man da in Reichweite des Strahls steht und sie oder sie einen direkt anniest. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich bleibe manchmal meinen Mann dafür, denn solche Sachen macht unsere Katze bei ihm. Er findet das nicht immer ganz so toll und ich verstehe ihn manchmal auch, warum er das nicht so toll findet. Aber manchmal würde ich mir wünschen, unsere Katze würde das auch machen. Ja, ich musste mir gerade anschauen, wie klatschende Hände ausziehen, okay, Leute. Ja, so sehen klatschende Hände aus, ist doch ganz klar. Ja, also, diese Art des Zeichnens werden wir demnächst auch mal machen. Und zwar dann, wenn ich habe hier ja ein Pad liegen und ich muss das aber noch einrichten, sodass wir das auf diesem Stream hier benutzen können. Und dann werdet ihr das auch mal sehen. Ich habe nämlich nicht dieses Display-Tablet so in dem Art, sondern ich habe ein anderes. Und das würde ich dann dafür verwenden. Na okay, klar, ja. Eins kriegt sie. Guck mal. Ja, weich. ja, Danny, auf jeden Fall. Wenn du was für Aufbauspiele übrig hast und so. Au! Ah! Warum? Weil du dich nicht um sie gekümmert hast. Aber ich muss feststellen, ein bisschen bin ich jetzt irritiert. Also der Titel dieser Folge lautet Nutella im Auge. Bis jetzt hatten wir aber zweimal Katzen. Wieso heißt das nicht Katzen an die Macht? Wobei, das fällt mir jetzt ein, das könnte ich natürlich als Titel für mein Video benutzen. Wehe, das glaubt mir einer. Das wird nicht geklaut. So, aber selbst schuld. Wenn man der Katze Leckerli vor die Nase hält, muss man der Katze die Leckerli geben und sich um die Katze kümmern und nicht darum zu erklären im Stream, warum ein Spiel gerade perfekt gut ist. Genau so. Ah, das kennen wir doch irgendwie. Versuchst du das? Eselkind. Rache der Frau. Gib ihr das Mikro, ansonsten kriegst du den Ton geklaut oder kriegst was eingespielt. Ganz einfach, so ist das. Ach, im Übrigen, weil ich es gerade vergessen habe, das machen wir später. Every night in my dreams, I see you, I feel you, sad is how I know you, go on. Neon far wherever you are. Inari, kann ich dir noch irgendwas Gutes tun?
was Gutes tun wolltest du damit? Ich glaube, jetzt ist im Kühlschrank meine Milch sauer geworden. Nein, nicht. Also, ich weiß, du kannst gut singen. Aber das gerade eben war... Nee, muss nicht sein. Ich stelle übrigens fest, jetzt wo meine Kids und meine Frau bei der Reha sind und ich hier so einfach komplett vor mich hin vereinsame in Brandenburg, dass ich mir A, angewöhnt habe, wirklich deutlich zu viel mit meinem Kater zu sprechen und deutlich zu viele Sätze mit einem Miau zu beenden. Funktioniert. Und dass ich jeden Abend, wenn ich diese nachts irgendwie hochgehe, ins Bett gehe, immer so ins Wohnzimmer gucke und mir denke, kommst du mit hoch? Komm doch mit hoch. Schön. Ja, das kenne ich auch, dieses Gerede mit der Katze. Wir haben ja auch eine und ich weiß nicht, also seit ich sie an bestimmte Orte mitnehme oder sie mir an bestimmte Orte folgt und dann sitzen wir dann gerade morgens immer da, wenn sie da aufwachen, so Mau, 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 Mau. Das ist irgendwie so, ja, das hat sich eingebürgert. Ich weiß nicht, was ich sage, ich weiß auch nicht, was die Katze sagt, aber es muss wohl richtig sein, außer die Katze tut sich innerlich über mich totlachen, weil ich irgendwelchen Blödsinn erzähle. Also auf katzig meine ich jetzt. Aber es gibt ja jetzt eine Lösung. Forscher des Max-Planck-Instituts haben eine Übersetzungs-KI genommen und haben sie auf Nacktmulle angewendet. Und dabei kam heraus, dass das Geräusch, was sie machen, wenn sie in einem Gang aneinander vorbeirennen, eine Begrüßung ist. Vielleicht wird das jetzt ausgebaut und wir kriegen jetzt demnächst eine Übersetzungs-App. Mensch, Katze, Katze, Mensch. Wäre natürlich auch mal was Interessantes, sollte man vielleicht mal machen. Der Name ist nicht leer! Was heißt hier, der Name ist leer? Da steht, nein, mein Name ist nicht leer. Okay, dann ist halt mein Name leer. Dann ist halt mein Name leer. Großartig. Nun das Wichtigste zu... Sie hätte vielleicht den Namen nochmal richtig eingeben sollen. Und dann hätte sie Bikaos gehießen anstatt leer. Klingt aber auch interessant. Und diese Biene, die ich meine, nennt sich leer. Wäre doch ein schöner Titel für eine neue Anime-Serie oder so. Du willst doch damit nur deinen kleinen Penis kaschieren. Das ist wie ein dickes Auto. Egal wie groß er ist, ich weiß, dass er funktioniert. Jetzt habe ich insgesamt dreimal den Chat vor mir. Und trotzdem sehe ich immer noch nicht rechtzeitig, wenn jemand was schreibt. Warum auch immer. Kistenkater, ich denke mal, du meintest das Single mit von Titanic. Ja gut, okay, das haben wir ausgemacht, das ist in Ordnung. Oder meintest du jetzt das Singen von mir? Dann müssten wir zwei uns dringend mal unterhalten. Und das Dritte, also ich fand, ja was jetzt? Ja, schreib doch mal den ganzen Sätzen. Ja, wie? Ja, nein. Ja, was denn jetzt nun? Alles gut, okay, dann ist es in Ordnung. Also, aber das Gitarrespiel war echt genial. Also, ja. Ah, das Singen von ihr, ja, okay, gut, das ist in Ordnung. Okay, gut. Jetzt habe ich es verstanden. Okay, in Ordnung. Das letzte war jetzt aber gefährlich, das weißt du. Aber da reden wir auch mal gegen halt drüber. Ja, geh doch. Jetzt lauf! Soll ich es mir anders überlegen? Kriech vor mir. Also, ja, ich weiß, das ist Dead of Daylight. Und sie hat diesmal nicht die Gruppe gespielt, die aus dem Albtraum entkommen muss, sondern die Leute, die die Leute im Albtraum quälen. Eigentlich wäre ihre Aufgabe nicht gewesen, den wegzujagen, sondern dafür zu sorgen, dass sie ihn kriegt. Das hat sie ja dann am Ende auch gemacht. Aber zumindest wäre das in Bezug darauf, wie das Spielprinzip ist, eine 5. Eine 6 noch nicht, aber eine 5. Die haben ein Foto gemacht. Ich habe den Greenscreen unter mir und ich sah halt, ich bin ganz ehrlich, auf meinem Perso-Foto, das kann ich obviously nicht zeigen gerade, ich sehe da einfach aus wie ein Bombenleger. Und ich kann sagen, ja, jedes Mal beim Zoll lacht Tati und lacht der Zollbeamte. Ich sehe einfach aus, als würde ich gleich in irgendeinem Gebäude, weißt du, so. Warte. Kann man das sehen?
Ich sehe halt einfach so aus, als würde ich gleich, oder? Der hat doch was dabei. Der hat was dabei. Zieh die mal raus. Also. Die Einschätzung deines Bildes passt perfekt, ja. Ich muss aber dazu sagen, guckt euch mal eure eigenen Personalausweisfotos an. Irgendwie, ich weiß nicht, wie es Leute schaffen, seien es Fotografen, seien es die Automaten, seien es die Automaten bei den Passstellen, die es ja jetzt mittlerweile gibt. Aber irgendwie sieht jedes Passfoto nach der Bearbeitung in der Bundesdruckerei, wo das dann auf den Asoasos raufkommt, aus, als wäre es aus einer Verbrecherkartei. Ich weiß nicht, wie die das machen. Da kann das Foto noch so schön sein. Also ich habe mir vorgenommen, das nächste Passfoto, was ich mitbringe, will ich versuchen selber zu machen. Warum? Naja, wenn ihr meinen Kanal kennt, wisst ihr es. Das geht schief. Sag ich doch, das geht schief. Warum hören die Leute nicht, wenn man ihnen was sagt? Das geht schief, das ist doch ganz klar. So wie du das angefangen hast, geht das schief. Und das ist genauso. Aber lachen konnte sie noch, also war es zu schlimm. Warte. Den hatten wir doch eben schon mal. Ich finde auch das Foto sieht mir noch sehr ähnlich. Ich finde, ich sehe heute noch genauso aus. Ich weiß nicht genau, warum man seinen Führerschein erneuern sollte. Wer ist das? Sag mal, ich glaube, es hackt. Ja, nur weil ich ein Cap aufhabe, sehe ich jetzt anders aus. Nein, das hat mit dem Cap überhaupt nichts zu tun. Das verändert dich zwar auch, ja, aber glaube mir, nee, da ist doch ein bisschen mehr anders als nur das Cap. Ja, ganz einfach. Lache, ey. Ich kann auf eine Fußhupe drücken. Beschleunigt. Nein! Das ist ja schlimmer als meine Lache, oh mein Gott. Dein Mädel, nichts, überhaupt nichts auf dieser Welt ist schlimmer als deine Lache. Das ist grausam. Entschuldigung, aber es ist leider so. Ich weiß nicht, wenn ich dich lachen höre, und das kommt ja häufig in den Twitch-Clips vor. Wer stirbt da, meine Güte, was würde ich so lachen, wenn ich mich... Kistenkader, glaube mir, wenn du so lachen würdest, dann würde ich nachgucken kommen, ob du am Sterben bist und schon vorsorglich mal den Totengräber rufen. Wer wohnt hier? Übrigens, das sind die Dick, wenn man sich hier reinstellt... Oh. Also, anklopfen. Anklopfen. Bevor man in eine Tür reingeht, gerade von eurem Haus hin, klopft man vorher an und wartet, ob jemand es antwortet. Zu Hause kann man das vielleicht, muss man das vielleicht nicht machen, aber da, wo man nicht abschließen kann, da sollte man das machen, auf jeden Fall. Hallo, ich bin der Geist. Gerne jetzt ins Bett, Lacken scheißt. Hab keine Angst, ich komm vorbei. Und dann beiß ich den in den großen Zeh. Nein, ich bin der Geist. Ich mache Polter, Polter, du kleiner Pisser. Ich komme immer wieder. Und dann scheiß ich dir ins Klo hinein und lass dich drunter, du kleiner Pisser. Nein, nein. Ich komm zu dir in den Garten und spiele deinen Spaten, du Pfosten. Dann beiß ich dir den T-O-W-O-W. Ich stehle dir dein Shirt, so wie es dich gehört. Dann zieh ich es an, du kleiner Mann. Und dann nehme ich den Staubsauger mit. Geh ins Fitnesscenter, du bist nicht mehr fit. Also gut, okay, das war's mit der Monetarisierung. Wie, was meinst du mit, in eine Tür reingehen? Naja gut, ich meinte die Tür aufmachen. Man macht die Tür nicht einfach auf und guckt rein, sondern man klopft vorher an, um zu sehen, ob da jemand drin ist. Oder zu hören, ob da jemand drin ist. Natürlich sehen ist schlecht, wenn man davor steht. Und dieses Lied... also ich sag ja, wie gesagt, das war's mit der Monetarisierung. Ja, das, abgesehen das, davon, dass es nicht schön war. Können wir mal durchzählen, vielleicht haben sie trübt sie ihr junges Auge. Ich werde es selber zählen. Ihr solltet selbst aufstellen. Ich beginne hier. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Nun gut.
Ich merke ganz eindeutig, ich finde dieses Spiel ja schön. Ich gucke einer anderen Streamer-Kollegin hin und wieder zu, wenn sie das spielt. Wobei in letzter Zeit hat sie es nicht gespielt. Aber das war doch etwas weird. Abgesehen davon, dass er komisch im Zählen ist, sind die Leute, die er geschlagen hat, auch nicht umgefallen. Komisch. Irgendwie. Orak Shaka! 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 Ja? Ja, doch, das kann man durchaus machen, finde ich. Passte vom Takt her auch wunderbar jetzt rein. Und Gothic finde ich auch, ist ein schönes Spiel. Ja. So, meine Süßen. Weiter geht's. Ich finde halt auch keine und die Zeit läuft. Hallo, Spiel, du bist geupdatet. Du musst funktionieren. Spiel, du hast ein Update bekommen. Funktionier. Okay, wir versuchen es nochmal. Bitte, liebes Spiel, kannst du bitte funktionieren? Du hast ein Update gekriegt. Es wäre super, super nett von dir, wenn du jetzt funktionieren würdest. Dankeschön. Seht ihr, ich sage es auch immer wieder den Leuten, die, mit denen ich wegen Computern zu tun habe. Seid lieb zu euren Geräten, dann sind sie auch lieb zu euch. Seid ihr böse und schimpft sie aus, dann werden sie trotzig. Okay, gut, ich mache das auch manchmal. Ich schimpfe mit meinem Computer hier auch oder mit meinem Bildschirm oder mit meiner Kamera oder mit meinem Mikro oder was auch sonst immer. Manchmal auch mit meinem Handy. Aber ja, seid lieb. Viel besser. Wieder mal die typische Reaktion, Entschuldigung, auf ein Horrorspiel. Horrorspiel im Übrigen. Moment, ich hab doch extra, ich hab doch was vorbereitet. Hier hab ich's. Das werden wir demnächst mal spielen. Na Jungs, ja, Butschen, auf, ja. Ich glaube, wir haben gewonnen. Wir könnten gewonnen haben. Ja, ach. Ah, fuck, ja, gerade eben war es noch. Oh, das ist echt knapp. Oh mein Gott! Das war auch weird. Das Spiel Splatoon 3 habe ich gestern bei den Kollegen von Game 2 gesehen. Ist relativ neu. Sieht sehr interessant aus, muss ich sagen. Ich bin am Überlegen, ob das mal was für mich wäre. Ja, mal gucken. Ich weiß auch nicht, warum die Kamera momentan immer so schwierig ist und mich so weit nach unten schiebt. Ich muss da mal mit der Kamera reden, aber das mache ich nach dem Stream. Weil ich cool bin. Unerwartet. Nein, mein Wasser ist ausgelaufen. Nein! Fuck, ich brauche ein Handtuch. Karaoke haben gemacht. Cool. Oh mein Gott. Ey, ich... Nein, nicht das nächste Wasser. Fuck! Ah! Also ich habe jetzt mehrere Fragen. Erstens mal, warum hast du zweimal offene Wasser? Das eine steht unten, das ist aber ganz schlecht, unten das hinzustellen, vor allen Dingen, dass es offen ist. Tipp könnte ich jetzt geben von meinem Mann. Der hat einen Getränkehalter neben an der Seite, da kann da seine Flasche drin stehen. Perfekt, da kann man die auch offen lassen, weil da fällt die nicht so einfach um. Mit einer offenen Flasche rumhantieren und rumschütteln ist ganz schlecht. Da läuft alles aus, was irgendwie oben offen ist und flüssig wohlgemerkt. Und zum zweiten Mal, wieso hattest du eine Peitsche? Antwort am besten unten in die Kommentare. Jeder Dorfmann und jede Dorffrau ist eingeladen. Laterne, Laterne, ich gehe in die Taverne. Schenke aus mein Wirt. Ich will feinstes Bier und Wein von dir. Oh mein Gott, das hat mich mir gerade clean ausgedacht. Dafür, dass du es dir gerade ausgedacht hast, sehr gut. Aber das war wieder dieses weirde Spiel, Rust. Im Übrigen, wen es interessiert. Ein bisschen länger in der Hand. Also, energisch, länger. Nee. Ja. Jetzt. Ah, länger energisch von hinten, ja. Ich danke euch. Also, ich muss feststellen, das ist wohl der Mittelalter-Rollenspiel-Surfer von Rust.
Und da sind sehr viele weirde Dinge am Laufen. Ja, okay. Also, das tat sicherlich weh, aber jetzt ist die Frage, warum ist sie stehen geblieben und nicht zur Seite gegangen, falls das ihr Charakter war. Und weil ich gerade gesehen habe, dass das die Sims waren, kleine Anekdote von mir, ab nächsten Monat könnt ihr die Sims 4 komplett kostenlos, nein, stimmt gar nicht, das ist jetzt wieder falsch, nicht komplett, sondern ihr könnt das Hauptspiel kostenlos spielen. Das wird komplett kostenlos. Man kann es runterladen, man kann es installieren, egal ob auf Handy, Tablet, PC, und kann es wirklich komplett nutzen, ohne was dafür bezahlen zu müssen. Finde ich gut. Endlich macht EA mal was, was intelligent ist. Hat sie mir dann so zugehört, Livestreams sind das dann, ne? Ich so, ja, das sind Livestreams, ne? Und sie so, nicht so laut, ne? Das muss doch nicht wissen, das muss doch nicht das ganze Dorf wissen. Sie sagt, sagt sie, wenn die das wissen, dass sie Pornos drehen, dann weiß das bald das ganze Dorf. Ich so, ach du Scheiße, Mann! Da hat ihr euch gedacht, wir drehen Pornos, Mann! Und ich hab gesagt, nein. Also wenn du das erste wirklich in dieser Lautstärke rausgeschrien hast und das letzte so leise gesagt hast, wie du es gerade eben auf dem Stream gesagt hast, dann war das umgekehrt oder wäre das umgekehrt vielleicht besser gewesen. Ich weiß nicht. Ich bin so fucking gespannt auf die. Boah, ich hab mir ins Gesicht gespritzt. Tja, wenn es kein Mann tut, dann muss ich es ja tun. So, Also, bitte. Spätestens jetzt ist es wirklich mit der Monetarisierung dahin, weil, ja. Allerdings wüsste ich gerne, was sie sich da ins Gesicht gespritzt hat. Ja. Ja, Kistenkarte, so ist das eben auch in Livestreams auf Twitch. Da passiert sowas, aber das müsstest du ja wissen. Warum sieht denn das so ausgegraut aus? Ja? Was denn das? Hup. Da kannst du einen Code eingeben, den du geschenkt bekommen hast. Scheiße, ich hätte lesen sollen. Do not show this publicly. Oh ja, gut. Publicly, unless you want everyone to know your friend code. Gut, wir sind jetzt alle Freunde. Ich hoffe, deine Friendlist macht's mit. Ansonsten, ja. DG, dumm gelaufen. Kannst du mir helfen? Nutella habe ich im Auge. Oh, hast du eine. Oh, du hast wirklich Nutella im Auge. Guck mal. Oh, Scheiße. Kannst du denn. Hä? Wattestäbchen holen, ist in der Schminke. Ich komm's gleich. Digga. Wie zum Geier spiel. Ah, nee, ich frag dich. Mir ist fast was Ähnliches gestern passiert, als ich gestern Abend mir einen Tee gemacht habe. Wir haben eine Teemaschine hier stehen. Und da habe ich gepustet und mir flog Tee. Also Teekräuter ins Auge. Ja. Also ich weiß, wie sich das anfühlt. Wobei ich glaube, Nutella ist dann doch auch ein bisschen ekliger. Ich glaube, die Kompression ist dann noch besser. Es kann böse enden. Er kann nichts. Zeig euch das. Und gleich bist du tot. Hab ich's nicht gesagt. Und bevor jetzt irgendjemand fragt, ja, ich habe auch das Gefühl gehabt, dass das Joghurt war, weil sie sich da angespritzt hat, stimmt. Und bevor jetzt jemand fragt, wegen der Lottozahlen vom Mittwoch, nein, die kann ich euch leider nicht geben. Die brauche ich selber. Was machst du da oben, Bruder? Ich weiß nicht, was das soll, aber komm da wieder runter, bitte. Was soll das? Das ist nicht cool. Bruder, was soll das? Was ist das? So. Das ist ganz einfach. Ein Bug im System und das Spiel kannst du jetzt stoppen und neu starten und den ganzen Schlotterradatsch nochmal von vorne machen. Und da haben wir den Herrn Rosin. Bisschen Mineralwasser rein. Jetzt achte. Ja. Oh, ja. Super, genau. Siehst du die Kohlensäure hier? Ja. Und jetzt pass mal auf.
jetzt schlägt man die Spätzle. Ja. Mach. So. Schlag. Immer so ja. An die Wand schlagen. Oh, ja. Alter, geht das in die Arme. Oh, ja. Oh. Oh, danke. Könnt ihr mir mal das mal festhalten? Jetzt schiebt ihr mir die Orgel pfeifen. Ja. Könnte oder sollte oder wie auch immer, ich weiß nicht, wie ich darauf reagieren soll. Ganz ehrlich, also das ist ein, da kann ich nicht drauf reagieren. Sag ja, teuer. Muss man einfach sagen, teuer. Hat die noch eine Folie drauf? Ey, warte mal, die hat noch eine Folie drauf. Guck mal, ob sie jetzt besser ist. Folie ist nämlich immer... Ach, Junge. Alter! Holy! Oh mein Gott, wie gut ist diese Kamera jetzt? Wieso kommt man nicht auf den Gedanken, vorher zu gucken? Also ich sag mal so, bei meiner Kamera, die ich hier habe, da ist keine Folie drauf gewesen. Da war das hier drauf. Das ist ein Kameradeckel, also ein Objektivdeckel. Den kenne ich ja von meiner normalen Kamera, da ist das ja auch drauf. Und den mache ich auch ab. Also ich weiß nicht, irgendwie. Da habe ich dann auch wieder ein bisschen mehr Ausstattung in der Küche. Was ist das? Das ist so ein Kinder... Ich hasse mein Leben. Warum muss das im Stream passieren? Das ist so eine Kindersicherung. Wir brauchen keine Chiliflocken für dieses Rezept. Oh nee, oh. Okay, pass auf, ich zeig's euch. Ich wollte es gerade sagen, so wie sich das anhört und so wie sie das beim Drehen hatte, ist das eine Mühle. Das heißt, man nimmt den Deckel oben ab, dreht es rum und dann, also, und dann hat man das Zeug im Gericht. Ha, endlich hat die Kamera so reagiert, wie sie soll, auch wenn es ein bisschen spät ist. Naja, okay, Autofokus eben. Real Talk, als ich angefangen habe, hatte ich hier ein T-Shirt-Lager mit 20 Shirts und habe mich wirklich für jedes Video immer mit dem Shirt umgezogen. Wirklich? Ich habe mir früher vorm Stream die Zähne geputzt, weißt du? Heute ziehe ich mir nicht mal eine frische Unterhose an, wenn ich aufstehe als Influencer. Also was soll das? Also ich sag mal so, ich ziehe ja auch möglichst immer Sachen an, dass ich ordentlich aussehe, aber 20 T-Shirts hinter mir liegen, damit ich dann jedes Mal für den Stream das wechseln könnte, nee, nicht unbedingt, aber keine Unterwäsche, darüber, ja, okay. Ja, ich finde die voll toll, die sind so wuschig wie ich. Das wollte jetzt keiner wissen. Wuschelig. Wuschelig? Nein, du hast definitiv wuschig gesagt. Und diese Information solltest du vielleicht deinem Freund geben. Oder deinem Mann. Oder wie auch immer. Damit der daran was ändern kann. Aber die Ohren, nee, die Ohren waren nicht so meins. Also die waren mir zu rot, zu feurig rot und zu wuschelig. Etwas kleiner, etwas weniger wuschelig. Katzenhafter, perfekt. Ein Wiggle wurde eingelöst. Yes, dann wiggle ich jetzt mal. Genug. Oh, jetzt ist mir schwindelig. Keine Idee. Also ich hoffe ja, dass ich es irgendwann schaffe, auch mal so weit zu kommen, dass ich solche Sachen in meinen Stream mit einbauen kann. Und ich sammle die Ideen einfach, aber das ist genial. Und irgendwie muss ich sagen, wenn ich sie sehe, dann juckt es mir ein bisschen in den Fingern, doch auch mal dieses Add-on von Steam zu probieren. Aber das Problem ist, man muss dafür dann bezahlen. Und das ist wieder so, ja, ich weiß noch nicht. Das ist so, wenn ich stehe. Aber dick ist was anderes. Da passt noch ziemlich wieder zwischen... Oh Gott. Alter, heute habe ich es mit der Zweideutigkeit, Alter. Ich höre einfach auf. Ach. Mädel, kleiner Tipp von mir am Rande. Wer zweideutig denkt, hat eindeutig mehr zu lachen und sorgt für Fun im Stream. Ja. Und Kistenkarte, ich merke das auch gerade. Also vielleicht hätte ich nicht verwirrt, sondern versaut schreiben sollen in meinen Stream. Titel.
aber das konnte ich ja vorher nicht wissen, weil ich schaue auch die Folge jeweils mit euch als zum ersten Mal. Weil wenn ich die Sachen vorher gucken würde, dann wären für mich die ganzen Lacher schon weg. Und ja, und diese Meldung solltest du eventuell, wenn du das Video dann hier von mir auf YouTube guckst, auf YouTube, dann unten steht der Originallink drin, also den verlinke ich da unten wie immer. Und da draufklicken, bei Twitch Clips Germany vorbeischauen und denen das unten reinschreiben. Diese Folge hatte sehr viele unanständige Dinge implementiert. Monetarisierung. Ade. Oh, die Tür ist offen, da ist eine Leiche und die killt uns jetzt. Bam. Und die ist leer. Da ist ein Zettel. Mädel, was würdest du dir denken? Und das konnte ja selbst nicht mir denken, dass, die Ding, dass das Ding nicht leer ist. Im Offensichtlichen ja, aber doch im Versteck nicht. Mensch, oh, Mensch, Mensch. Ich kann Mensch. Das leider nicht hören. Ich habe richtig, richtig... Wie heißt das? Wie nennt man das? Ich habe Ratten im Rücken oder so? Keine Ahnung, aber... Wow. Puh, Gänsehaut, Gänsehaut. Dankeschön. Ich meinte Gänsehaut. Also ich finde es immer sehr interessant, was die Leute sich für komische Sprichwörter ausdenken. Aber Ratten im Rücken, nee. Wir haben zu gute Laune für diesen Appe, die Bappe, die ich hab seinen Namen vergessen. Chat, ihr müsst mir kurz helfen. Apokea? Apo-Red! Apokea. Das ist die Hilfsorganisation. Apokea! Da wird ihnen geholfen. Apokea! Das ist der Hit, was ist das? Das ist doch ganz klar, das ist eine Arbeitseinweisung. Abo-Care. Ich hab einfach das Red vergessen. Abo-Red-Care. Ich habe gerade wieder nicht genug Zeit, um all das zu spielen, was ich spielen möchte. Das ist wirklich sehr belastend, ey. Leck mich. Hätte ich auch Lust drauf. Ja, also, was das Spielen angeht und das, was man gerne spielen wollte und nicht kann, weil man zu wenig Zeit hat, das kenne ich auch. Wobei ich muss feststellen, eigentlich habe ich meistens doch so ein bisschen Zeit und mir fällt dann immer leider zu spät ein, dass ich ja das und das machen könnte. Momentan habe ich wieder was zu tun, aber ja, da reden wir die Tage drüber. Hä, aber wie geht das? Ich bin low-key angefixt jetzt. Warte, ich kann ja nah anfangen und dann weiter weggehen. Ich glaube, die Flasche ist einfach nicht dafür gemacht. Ich schwöre, mein ganzes Kleid ist nass von oben bis unten. Mädel, die Flasche ist dafür gemacht. Aber du solltest vielleicht lernen, wenn du sowas machst, dann schlucken nicht vergessen. Wichtig, schlucken, sonst läuft's wieder raus. Ich mach dir eben eine Sprachnachricht. Okay? Hey. Fertig, haltet die Klappe. Sonst hau ich euch. Nee, ich mach das Mikrofon aus. Geht darum, dass gerade die das nicht hören. Hä, sind wir doof? Ich kann dir doch einfach so sagen, wenn du hier bist und ich das Mikrofon ausmache. Stop. Ja, 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 genau. Einfach nur ja. Auch von König Chagas oder dem Magier. Falsch rum gemutet. Ja, du hattest dich gemutet, als du gesagt hast, dass du was machen willst und dann wurdest du wieder entmutet, als du die Nase geputzt hast. Jetzt hat der Chat nicht gehört, was du gesagt hast. Dafür hat der Chat mitbekommen, dass du dir die Nase geputzt hast. Auch eine schöne Sache. Ja, und gerade eben, als ich es so gemacht habe, guck mal, jetzt seht ihr mal mein Mikrofon. Finde ich lustig. Jetzt ist es wieder weg. Jetzt ist es wieder weg. Da.
Das ist die Frage, die ich dir gestellt habe. Ich brauche eine warme Umarmung, wenn du verstehst, was ich meine. Wenn du vorher duscht. Sagst du schon wieder, dass ich stinke? Okay, geh jetzt nackt einfach in den Teig von den elberlichen Lingen. Nicht schon wieder, du blamierst und auch den Bad. Du hast mir gesagt, ich stinke. Also momentan, nach diesem Clip, Pistenkater, deine Kommentare heute sind irgendwie komisch. Also, bezüglich dieses gerade gesehenen Clips, das war so ein Moment, wo ich mir überlegt habe, nein, Rast ist doch nichts für mich. Also Männer, folgenden Tipp bekommt ihr von mir. Wenn ihr den Bogen gespannt habt, haltet ihn, bewegt ihn leicht wie eine Feder. Wenn ihr aus einer geduckten Position schießt, ist es sogar noch besser. Habt ihr gesehen? Ich habe Sir Edwin nicht getroffen. Wow. Wenn ich ihn denn treffen wollte, hätte ich höher gezielt und hätte genau ihn getroffen, so wie jetzt. Hervorragend. Beeindruckend, Herr Hoffmann. Hervorragend. Er kann von Glück sagen, dass seine Rekruten nicht auf die Idee kamen, zu schießen, als sie den Bogen gespannt haben, weil sonst hätte er jetzt eine Tonlage höher gesprochen. Lodert. Von den 1000 ursprünglichen Anwohnern blieben nur 5 in Centralia zurück. Von 5 Einwohnern sind nur 5 zurückgeblieben. Da muss man sich auch mal überlegen. So, wenn das passiert. Heidewitzka. Anne? Dass von 5 Einwohnern 5 geblieben sind, ist doch gut. Da hat sich die Einwohnerzahl nicht vergrößert und nicht verringert. Perfekt. Ein bisschen mehr Schlaf, dann kriegst du vielleicht doch alles mit. So, Dings. Ansonsten bleib wie du bist. Genau so bist du richtig und genau so wollen wir dich haben. Ja. Ich bin mit dir an der Krone. Trotzdem ich bin Sieger. Das ist ja frech, Alter. Ich dachte, es ist ein Teamspiel hier. Ja, nein, das ist jeder für sich. Geil! GG, ja. Win overall. Hä? Wieso du? Ich hab gewonnen. Nein. Bei mir steht Sieger. Das bin aber ich als Sieger. Nein, das bin ich. Hä? Bei mir bin ich Sieger. Dann sind wir beide, wir sind Doppelsieger. Was so? Also, das habe ich auch noch nicht erlebt. Dass bei den Fall Guys nicht sicher war, wer jetzt am Ende gewonnen hat. Also, das ist verwirrend irgendwie. Schön, dass nur Edgar die Agro hat. Sag mal, das habe ich jetzt so gejinxt. Der ist ja im Kreise gesprungen. Elden Ring ist einfach irgendwie geil. Aber bevor ich Geld dafür ausgebe, es ist ja nicht günstig. Das ist leider in der heutigen Zeit so. Auch das wird immer teurer. Ich habe entsprechende Spiele auf dem Rechner, beziehungsweise nein, in meinen Listen bei den Launchern. Und ich habe eins im Auge, das könnte ich jetzt sogar mal demnächst mal auf den Rechner schieben. Genau. Stein einsturzgefährdet, dringend neu verfugen. Hintere Fassade, Trockenfäule. Dach, möglicher Holzwurm befallen. Ach, innen. Da kriegt das Scanner anders hart rein. Genau. Das ist wieder mal ein typisches Beispiel dafür, was ich immer sage. Dieses Gegendere, gerade ich darf das sagen, weil ich bin ja aus der entsprechenden Bubble, dieses Gegendere ist absolut bescheiden, weil es verwirrt am Ende mehr als es hilft. Sondern natürlich hier die Planky-Schokolade und auch mit meinem Logo und der Katze gerade im Moment mit oben drauf. Wo kann ich die kaufen? Eine Überziehhülle nennt man das also. Ja, bei Sherfy nennt man das natürlich wieder anders. Das ist ja mal ein geiles Add-on. Wo kriegt man das? Wie macht man das? Wo bekomme ich das her? Das will ich auch haben. Eine Katze auf meinem Kopf. Geil. Warum ist das jetzt auf? Kill him? Jetzt. Ah! Werfen. Stift ziehen. Werfen.
Eins, zwei, drei, bumm. Stift ziehen, festhalten. Eins, zwei, drei, auch bumm. Nur blöd, mein selbst ist bumm. Hin. Wir denken, wer da nehmen. Das geht nicht gut. Das schmeckt dir gar nicht. Das... Nein, Digga, das ist Schokolade. Katzen dürfen keine Schokolade essen. Bitte, meine Schokolade. Meine Schokolade sein, denkst du? Bei Katzen läuft das so. Katzenwohnung, Katzendiener, immer alles der Katze. Egal, ob das nun der Fall ist oder nicht. Wie mein Freund Kistenkater, nein, mein Mann Kistenkater natürlich gerade sagt, das kennt er gut, glaube ich dir. Ich weiß es. Bei mir macht sie das übrigens nicht. Manchmal ist das ganz gut. Manchmal ärgert es mich, weil ich mich dann ein kleines bisschen zurückgesetzt fühle. Ich bin nicht wichtig genug, dass man mir das Essen wegnehmen müsste. Oder ich sehe so verhungert aus. Je nachdem. Könnten Sie mir zum morgigen Tage eine Schaufel aus eurem Sortiment leihen? Ich habe keine Schaufel mehr übrig. Ich gebe da gewisse Dinge, die ich... Ich grabe meine Löcher mit einer stumpfen Axt. Das ist ein Problem. Habt ihr eine Ahnung, wo ich eine Schaufel herbekommen kann? Sie sollten vielleicht jemanden fragen, der sich größtenteils mit Buddeln beschäftigt. Ein Totengräber. Das ist eine gute Idee. Haben Sie eine Schaufel? Oh, tut mir leid, ich grab meine Löcher mit einer stumpfen Axt. Er ist Totengräber und hat keine Schaufel, sondern er gräbt seine Löcher mit der Axt. Was ist denn das für ein Totengräber? Also wirklich, schickt den Mann mal auf die Schule, damit er lernt, wie man als Totengräber arbeitet. Genau. Danke, Kistenkater. Ich hab dich auch lieb. Ich bin froh, dass ich etwas schlanker bin. Ich kann ja natürlich auch wieder anfangen und mich auf das zurückfuttern, was ich vor 2 Jahren hatte. So, weiter geht's. So ein Scheiß doch mal auf dein Donation Go. Geh einfach in Saturn und piss einen PC an, dann gehört er dir. Oha, oder ich piss einfach denjenigen an, den der Saturn gehört. Dann gehört der mir und dem gehört der Saturn. Das heißt, ich bin dann im Besitz eines Planeten. Nein, bist du nicht. Weil, wenn du den Besitzer von Saturn anpieselst, dann gehört dir auch nicht mal der Saturn. Weder der Planet noch der Laden. Dann hast du entweder eine blutige Nase oder eine Anzeige. Das zum einen. Aber das mit dem PC? Interessante Idee. Ich hätte da so einen großen Fernseher im Auge. Habt ihr eine Idee, wen man fragen könnte für eine Schaufel? Irgendjemand, der buddelt. Moment. Du meintest, dass du so wichtig bist, dass sie dir das Futter überlässt? Ah, okay, das ist natürlich auch ein Gedanke. Okay, verstanden, jetzt habe ich es verstanden. Weiter. Totengräber vielleicht. Das ist eine super Idee. Das ist eine gute Idee. Werter Totengräber. Ja. Habt ihr zufällig eine Schaufel? Leider nicht. Ich habe eine stumpfe Axt, mit der buddel ich meine Löcher. Vielleicht sollten Sie jemanden fragen, der sich mit Buddeln beschäftigt. Ganz ehrliche Frage. Das ist jetzt wirklich Interesse daran. Wie lange ging dieses Gespräch immer wieder im Kreis? Und langsam aber sicher habe ich von dieser Kamera genug. Ich will, dass du mich groß machst. Himmel, Herrgott. Oder... Oh, Entschuldigung. Mir ist mein Oberteil runtergerutscht. Wenn man es könnte. Ich weiß, was das war. Und das ist gut. Das hätte ich auch gerne. Würde ich dann dahinter mir aufstellen. Würde bestimmt bei bestimmten Dingen wunderbar helfen, bei anderen nicht. Aber bei bestimmten Dingen würde das wunderbar helfen, genau, so. Und da sehen wir Prinzessin Jen und Ritter Toro. Auf einmal, ich bin eine Prinzessin und kein... Na, jetzt bist du eher ein zugedecktes Prinzesschen. Scheiße. Du bist so ein Arsch. Das ist so ein Kick. Ja, so kann's gehen. Ja, genau. Okay, nice. Das mag ich. Das mag ich doch nicht.
Und wieder mal ein Horrorspiel. Typisch, man weiß, dass man sehr erschreckt wird, aber man realisiert es nicht und erschreckt sich trotzdem. Ich habe mir heute einen Carino Reddit-Account erstellt. Und wisst ihr was? Ich habe mich so verarscht gefühlt. Ich tippe meinen Benutzer Carino ein, was steht bei Reddit. Dieser Benutzername gehört einem gelöschten Konto. Ja, Digga, danke. Der ist gelöscht. Warum kann ich den dann nicht haben? Bist du Panne? Hat man dir eigentlich ins Müsli geschissen, Reddit? Ich will meinen Carino-Namen haben. Jetzt heiße ich Carino mit 2 O. Ja, ich brauche morgen früh was anderes zum Frühstücken. Was verschlossen? Leute, wann lernt ihr es endlich? Leute, ich will nur den Rucksack. Mehr nicht. Ich will nur den Rucksack. Sonst nichts. Ah, wie geil. Ich spule jetzt nicht nochmal zurück, weil wir sind sowieso schon ziemlich über die Zeit, die ich eigentlich eingeplant hatte. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, da kam was von hinten, oder? Okay, ich tue jetzt meine Hand da rein, ja. Bitte nicht, bitte. Bitte. Nein. Es ist zerbrochen. Nein. Ich sag jetzt nicht, was mir gerade durch den Kopf geht. Nein, 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 nein. Ich kann tatsächlich, ich bin einer der besten Delfinen-Nachahmer, die es gibt. Ich bin der Mimik unter den Delfinen. Listen. Ich kann das richtig gut. Auch in verschiedenen Tonlagen. Mit dem Happy Dolphin, der auch tatsächlich reden kann. Es geht tatsächlich das Problem, dass einige Buchstaben sehr schwer sind. Hast du dir mal überlegt, ob du Tiertrainer werden willst? Für Flipper? Würde bestimmt gut kommen. Heißt, ihr beide dürft anfangen. Bram sagt, ihr beide fangt an in Boxkampf und zwar in 3, 2, 1, jetzt. LOL! Warum waren die alle nur in Unterwäsche? Nun gut, so schauet und staunet. Den Bogen, den spannt man über so. Jawohl. So, und diese Ziele zu treffen, es gilt, ja? Entschuldigung. Genau. Dies ist nicht so schwer, wie es scheint. Getroffen. Ich scheine ein Naturtalent zu sein. Dies sind 30 Taler weniger. Nun, 40 Taler weniger. Und sie meinten, hierfür gibt es 20 Taler weniger. Jawohl, für die im Baume. Nun, dann schulden sie mir 10 Taler. Das nenne ich mal dumm gelaufen, weil man sollte die Regeln schon ein wenig enger spannen, wenn man schon Glück haben will, nicht veralbert zu werden. Ich fand das einen guten Dreh. Ah, meine Lieblingspapagei. Kleiner Tipp, kauf dir ein Induktionsherd. Mit dem wäre das nicht passiert. Da wäre es vielleicht übergelaufen, aber spätestens dann hätte sich das Ding abgeschaltet. Und dann wäre die Wärme weg gewesen. Musste ich auch lernen, bei uns. Und tschüss. Da sieht man es mal wieder. Mit Klemmbaustein arbeiten ist gefährlich. Ich sag jetzt nicht die L-Firma, weil dann krieg ich Ärger. Alexa, spiele Helene Fischer. Das ist Helene. Nein, nicht bei mir! Alexa, stopp! Ich doof, Mann, ich hab ja auch die Dings. Gut, dass ich das auf dem Kopfhörer hab. Das ist bei mir nämlich jetzt auch losgegangen. Und wenn man solche Gags macht, nicht das Aktivierungswort benutzen, was man bei Seide hat. Also,
Das war Volltreffer. Jetzt Twitch Clips Germany abonnieren, kommentieren und ein Like da lassen. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch auf den Reaktionschannel gehen. Da bitte auch abonnieren, kommentieren und ein Like da lassen. Vielen Dank. Ja, das war wieder eine schöne Compilation von Twitch Clips Germany. Ich freue mich schon auf die nächste, gebe ich ganz ehrlich zu. Und ihr habt es ja gerade gehört, wenn euch das Ganze auch gefallen hat, dann auf zu Twitch Clips Germany. Ein Daumen hoch und ein Like hinterlassen dort. Also ein Daumen hoch natürlich. Das Ganze könnt ihr auch hier bei mir machen, würde mich freuen. Kommentare könnt ihr da und auch hier lassen. Unten ist die Kommentarfunktion. Damit ihr nicht lang suchen müsst, der Originallink zum Originalvideo ist auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und wenn ihr gerade dabei seid, weil ihr sowieso da unten unterwegs seid, Abo-Button klicken, Abo-Button bei QuickStrips Germany klicken. Und ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, könnt ihr doch die Glocke aktivieren, dann kriegt ihr eine kleine Mitteilung, wenn ein neues Video auf YouTube oben ist. Und ja, wenn ihr möchtet, besucht mich mal auf Twitch. Da könnt ihr dann klippen. Mein Kanal ist dafür freigeschaltet. Und dann könnt ihr vielleicht auch mal was von mir einschicken. Vielleicht komme ich auch mal in so eine Combination vor. Man weiß es nicht. Man munkelt nur. Aber ich sage jetzt nur für diese Woche. Tschüss, eure Josie.